Hallo Leute, herzlich willkommen zu Guild Wars 2. Wir hatten beim letzten Mal, wo bist du hin? Beim letzten Mal so ein riesen Lindwurm besiegt. Und wir wollen eigentlich die Belohnung abholen. Möge Melandru euch leiden. Ja, ehrlich gesagt möchte ich eure Ware sehen. Lasst mich mal sehen. Die Lindwurmer hätten mich sicher ein, zwei Finger gekostet. Wenn ihr nicht gewesen wärt, schaut euch nur um. Ja, lasst mich mal sehen. Lindwurmschuppe. Was macht die eigentlich? Edel, Accessoire, erforderlich Stufe 3. Okay. Okay, okay. So, ich habe 187 Karma. Ja. Und das sind dann halt das, was es kosten würde. Nur, ich weiß nicht ganz genau, was ich damit soll. Und deshalb lasse ich es ja schon mal. Inventarmäßig. Oh, ah, ja. Okay. Handwerksmaterial. Geborene Zepter. Kann ich den? Nee, den kann ich nicht. Nö. Upsala. Na, wo warst du? Maus, wo warst du? Warst du auf Wanderschaft wieder, ja? Schwarzlöwentruhe gesperrt. Enthält ein zufälliges Werkzeug, eine zufällige Verstärkung und eine zufällige Anzahl Tränke. Kann nur mit einem Schwarzlöwenschlüssel aufgeschlossen werden. Okay, jetzt muss ich nur wissen, wo ich den Schwarzlöwenschlüssel herbekomme. Winzige Fangzahn. Stumpfer Dolch. Abgenutzte Kettenbeinschiene. So, Kettenbeinschiene kann ich nicht tragen. Also tue ich die eigentlich dann, ja, wie sagt man das dazu jetzt? Was sagt er? Wiederverwerten. Ich will nicht entzaubern sagen, sondern wiederverwerten. Also draufklicken. Zwei Kupfererz habe ich bekommen. Rohlederweste. Kann ich auch nicht anziehen, also wiederverwerten. Drei Rohlederstücke. Okay, ein rustikaler Stiefel. Den kann ich ja anziehen, so wie es aussieht. Winzige Klaue. Nö. Wildfleisch. Nö. Zerrissene Tierhaut. Kann man wiederverwerten. Was? Rohlederstücke. Und ein Schild. So, ein Schild kann ich auch nicht tragen. Also, wiederverwerten. Grüner Holzblock. Was mache ich bitte mit dem grünen Holzblock? So, was gibt's noch? Ne, das war's. So, Ausrüstung. Moment. Wenn ich jetzt draufklicke. Hallo, Maria? Hey, Maria, guck mich an. So, ich bin hier. Ja, das bin ich. Schuhe. Also. Hallo. Ist doch in Ordnung. Der hat zwar Kraft, aber kann ich nichts machen. Der ist besser als das, was ich anhabe. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Okay. Okay, was ich jetzt feststelle, ist, dass der Wiederverwertungskit auch sich abnutzt. Seid ihr sicher, dass ihr dies wiederverwerten möchtet? Zerrissene Stoffschuhe? Ja. Was haben wir? Drei Juster-Reste. Ja, also man könnte jetzt ganz genau sehen, von 8 auf 7. Das heißt, man muss immer wieder kaufen. Naja, ob das wirklich so gut ist? Mal schauen. Es geht wahrscheinlich darum, den Goldbestand ein bisschen niedrig zu halten hier in Guild Wars. So. Boah, Leute. Boah. Na, das ist doch. Das ist doch geil, oder? So, da gibt es nochmal so einen Punkt. Wie nennt er sich? Eine Wegmarke. Genau. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Wegmarke Obstgarten. Dorfbewohner. Begrüßen. Hallo. Ja, hallo. So. Da gab es aber daneben noch so ein Event.
Da laufen wir hin. King Handy. Ich möchte nicht unbedingt, dass du deine eigene Kämpfe austragen. Erst einmal. Beseitigt Felsstürze, stopft Lags, findet und eliminiert die Herde Militär und bekämpft andere Gefahren. Ah ja, okay. Stopfen. Verteilen. Juhu. Hey. Moment. So. Begrüßen, begrüßen, begrüßen. Verteilen. Ah ja, okay. Schon wieder so ein Mini. Der ist tot. Ihr klingt überrascht. So. Erwachsener Elementar. Und junger Elementar. Jo. Tut ihr mir nichts? Nö, tun mir nichts. Stopfen. So, was man sich dran gewöhnen muss hier, ist das mit der F-Taste, ja? Also das ist ein bisschen... Schon wieder. Und suchen. Haufen glitzenden Staubs. So, ich weiß ja nicht, was für Berufe es noch so richtig gibt. Ich glaube, so Stoff oder so, da gibt es. Aber ob das sowas wie Verzauberer oder sowas, das weiß ich nicht. Ja, ich habe mich da noch nicht... Ich habe mich da jetzt noch nicht so mit richtig auseinandergesetzt. Kriege ich da auch Hintergrund geschrieben bei dieser Flannung? Ja, tatsächlich. Von Flannung kriege ich da auch Punkte gut geschrieben, wenn ich die Erdelementare zerstöre. Schon wieder das Mini. Die Mini. Was bist du für eine? So. Na, das machen wir doch. Ups, verteilen. Hier. Kiesel. Also hier, ja, erscheint immer das, was wir bekommen haben. Also wenn ihr unbedingt sehen wollt, was wir dann so bekommen als Drop, dann schaut ihr mal immer auf die rechte Seite da unten. Jo. Und dann könnt ihr immer sehen, was wir dann bekommen haben. Was ist das? Elementarbezwinger. Habe ich denn Erfolg oder wie? Ja, ich bin auch der Elementarbezwinger. So, das war's, glaube ich. Malachitkiesel. Wo ist denn der? Hallo, Vorarbeiter, da ist der. Volles Herz. Da kann man sehen, ich habe es. Das Event geschafft. Willkommen. So, seid grüßt, schön euch zu sehen. Wie ist es euch gegangen? Lasst mich erst ein wenig in eure Waren stürmen, dann sage ich es euch. Wirklich, ey. Immer diese Eile. Harpienfeder. Also, so sieht es aus. Ihr könnt viele Harpien haben oder wir können diesen dann fertigstellen, aber beides geht leider nicht. Ich weiß nicht, was ich mit der soll. Heisenbergbauhacke. Okay. Erforderlich Stufe 10. Gut. Hab ich nicht. Dann wozu soll ich die haben? So, was denn noch? Was denn noch? So, schauen wir uns mal. Oh, unentdeckter Ausblick. Na, da wollen wir doch mal hin. Muss ich wahrscheinlich weiter nach oben, oder?
Das ist ja cool, dass die das auch so machen, ja? Also, unentdeckter Ausblick. Na, spring, spring. Ach, übrigens, ja. Im Gegensatz zu Guild Wars 1 kann man bei Guild Wars 2 springen. Und ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber ihr wisst nicht, wie oft ich versucht habe, bei Guild Wars 1 zu springen. Einfach irgendwie unbewusst beim Rennen irgendwie ein Hindernis angekommen, wollte ich dann drüber springen. Wie oft? Aber der Mensch ist ja ein lernendes Wesen. Nur bei den einen dauert es ein bisschen länger als bei den anderen. Da ist es doch. So, wie komme ich jetzt darüber? Hier, oder? Oh, hoffentlich. Oh ja. Da. Anschauen und genießen. Ja. 2 von 9. Sind nur noch 7. Vertreibt den Harpienschwarm von Damm. Okay, hallo Harpie. Und stirb. 77%. Ne, ich will jetzt nicht wieder irgendwo hin reisen. Ach so, ist sogar der Weg versperrt. 72%. Na, da müssen wir noch einiges. Da ist noch eine Harpie. Aus der Reichweite. Das ist ja cool, da kann sie. Wäre das vielleicht der Zeitpunkt, um festzustellen, was mit dem Eis passiert? Mal schauen. Was passiert, wenn ich jetzt. Nicht so lahm! Sobald die letzte Harpie am Boden ist, geht er wieder an die Arbeit. Ich habe nichts freigeschaltet so vom Wasser, so sieht's aus. So, noch 45% Harpien, wo sind die? Da vorne. Was sagt er hier? 0% freigeschaltet. Upsala. Na, sehr viel Schaden macht er jetzt hier nicht. Ja, ich spiele oft ein Eismagier. Und Eis ist nicht immer das Beste. Beziehungsweise ich spiele nicht immer Eis, manchmal spiele ich auch nur. Ich habe gedacht, der geht auf mich los, ey. Ja, manchmal spiele ich auch Feuer und so. Und da habe ich gedacht, hier mit dem Feuer kann ich viel Schaden anrichten. Aber jetzt wollte ich einfach schauen, weil man die einfach umschalten kann, ob ich mit dem Eis weiterkomme. Aber. Moment. Okay. Ja, also ich sehe schon. Muss ich ein bisschen leveln? Also mache ich doch. Das ist eine gute Möglichkeit, hier zu leveln. Das hat mir noch gefehlt. Bei diesen ganzen Störungen werden wir nie fertig. So. Boah. Ich habe gedacht. So, noch 16%. Wo sind die? Da vorne sind die. Und da unten sind die auch. So. Und nicht vergessen, der Magier ist ein Fernkämpfer, ja?
Außer er ist natürlich ein Kampfmagier. Mich hält nichts auf. Mit schwerer Rüstung. Juhu. Na, endlich. Gibt es da eine Oberarpie? Was ist denn hier oben? Was ist denn hier? Bezwungener Spieler. Yokido. Tun wir dich wiederbeleben, Yokido. Also jeder Spieler kann andere wiederbeleben. Für höhere Gerechtigkeit. Sehr gut. So, wo ist... Hier ist der mit dem Herz. Wir hatten aber eigentlich schon. Aber wir haben nochmal 32 Karma-Punkte bekommen. Und wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, werde ich euch mal lesen, was man mit den Karma-Punkten alles machen kann. Seid ihr grüßt, schön euch zu sehen. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Ja, genau das gleiche wie vorhin. Ja, bis nächstes Mal. Was ist denn hier los? Kupfererz. Kann ich jetzt nicht abtragen. So, dann gehen wir zum Obstgarten. Ja, ist doch okay. Also man kann auch hinlaufen oder sich gleich dorthin teleportieren lassen, aber nur zu diesen Wegpunkten. Ich habe gedacht, der Kleine will mich angreifen. So, ich renne davon weg. Ich will eigentlich natürlich hier hin. So. Und jetzt, bevor ich jetzt irgendwas Großes hier mache. Moment mal. Da kommt er. Und... Juppa! Da kommt der her. So nicht, Junge. Dort. Durchsuchen. Mächtiger Fokus. Waffenstärke. Kann sein, dass es für Sockels sind? Also ich kenne mich da wirklich noch nicht aus. Ich muss alles herausfinden. Wenn ihr wollt, können wir das live zusammen machen. Weil ich finde, das ist eigentlich das Schöne an dem Spiel, dass man auch irgendwie alles herausfindet und nicht alles vorher durch, durch irgendwelche Guides oder sonst irgendwas, dass man alles fertig lesen kann, so dass man nur noch stur nicht, aber einfach blind einfach alles macht. Ich bewundere ohne genau nachzuschauen. Garten weiter, obwohl ihr Mann tot ist. Ja, aber jetzt sind die Bäume von Spinnen befallen. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihr. Ja, Dorfbewohnerin, flirtest du mit dem Dorfbewohner? Ja, und wie gesagt, so mit dieser ganzen Guide, so dass man einfach alles anschaut und, ja, wie soll ich sagen, man selber nicht mehr herausfinden muss, ja, vor kein Rätsel steht, das ist nicht so gut, finde ich. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich finde, da gebe ich so viel Geld aus für ein Spiel und dann am Ende mächtiges Großschwert, brauche ich nicht. Was kriege ich daraus? Kupfererz. Ja, jeder muss selber herausfinden, was er damit macht. Ich möchte selber alles herausfinden und nicht irgendwelche Guides. So, ich möchte natürlich jetzt hier... So. Rohlederweste. 5 Rohlederstücke. Trophäe. Dich möchte ich nicht. Vielleicht kann man das irgendwie verkaufen in Auktionshaus. Apropos Auktionshaus. Eine Frage. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, da werden wir wahrscheinlich dann in die Stadt gehen. Lassen wir die Obstkarten sein und gehen wir in die Stadt nächste Folge. Also, wir haben ein Ziel. Wir haben eine Aufgabe. Und bis dorthin verbleiben wir hier. Also dann, ciao, ciao.